Hey, Schorschleute, willkommen zu einem kleinen React-Video. Ich weiß, das ist nicht unbedingt das, was ich normalerweise hier mache. Aber ich habe mir gedacht, gut, bei Yakuza-related Content kann ich vielleicht mal eine Ausnahme machen. Bitte, ich habe Nuggies im Ofen und das ist gerade das Einzige, was in meinem Leben gerade noch halbwegs Sinn macht. Bitte lasst mir das. In dem Sinne, willkommen zu einem kleinen React-Video. Heute kam nämlich der neue RGG Summit. Ich musste leider in der Zeit arbeiten. Und habe dann nur mitbekommen, dass mein Boy Majima ein eigenes Game bekommt. Endlich. Es ist ja auch nur seit Kiwami 2 her, dass dieser Boy endlich mal spielbar ist. Ich zähle jetzt mal nicht The Man Who Erased His Name als Dungeon-Ding. Das zählt jetzt nicht. Wir gucken uns jetzt mal den Trailer dazu an. Ich bin hype as fuck. Den Weg hierher zurückzumachen war eine absolute Pein für mich. Weil, ich wollte den Trailer gucken. Alles, was ich gesehen habe, war das Cover und welche Minigames dabei sind. Ich bin gespannt. Gott, ich wäre zu gern live gewesen, um das zu restreamen. Da hätte ich voll Bock drauf gehabt. Ha? Hä? What the fuck? 6 Monate, was? Nancy! Ah, nee, nicht Nancy. Hä? Die guten Hosen! Ist Majima auf Dondoku Island gelandet? Majima, was hast du schon wieder gemacht? じゃ。半時は何やろね。ただただ水がありがたくてのう。あんなうまいもん生まれて初めてやった。どんな高い酒でもあるには叶わん。けど、そのうちだんだん頭に浮かんできた。なんで俺はこんな砂浜で寝とったんや。 思い出せへん。いや、そもそもの話、俺は誰や。名前も思い出せへん。は?ちゅうてな。おー、ない。案外悪なかったんやで。生まれ変わったみたいで、結構、気分なんや。ほんでもまあ、それもすぐあの連中に、 Du willst mir also sagen, wir kriegen eine Majima Amnesia Story. Okay, okay. Ich heb auf, was ihr anfasst. Na, Shune. Koko. Doko ya? Koko wa Ritchito da yo. Hawaii no chikaku. Hawaii kai na. Rich Island? Eine ganz neue Insel? Kakurete. Ey, Mann, da ist ein Messerchen noch. Are. Kaisoku Kaina. Nigeru ya no. Oji-san. Nereto. Tamekonda Genpatsu. Chikaku no umi ni hōsha no tare nagashite yagatta. それがバレて騒ぎになったのが大体半年前。で、最近日本からヤクザが100人島のゴミを安全に処理すると申し出てきた。じゃあ、ネレ島におじさんの仲間がいるってこと? Der Song slapped.
Alter, was er denn? Jack Sparrow. Did he just hold on? Hat er seinen? Ich dachte, er hat den Mittelfinger benutzt. Sorry. Das wäre passend zu ihm gewesen. Oh nein. Madlantis? Alter, Madlantis? Sein Outfit! Esperanza no Zaihou te kiita koto nai ka? Sore wo sagashite ru tte jii-san ga Madlantis ni kite tan da. Kura omoro na yatte kita de. Ossha, yarou domo shukkou junbi ya. Madlantis ni iku de. Oi, nanda kore? Dou suru senchou? Hitomazu nigeru ka? Madlantis no senrei tchuu koto ga no. Oh, was? Oh, kriegt ein Dual-Wheel-Style? Oh, das sieht sick aus. Yo!記憶喪失で目覚まして、たったの2日。俺は海賊の船長になって海に漕ぎ出した。行く手に待ち受ける数々の冒険は、お宝を巡る戦争になっていくわけ。ね、どうせならさ、目標を決めない？目標？例えば伝説の海賊。エアコンボス？よっしゃ。 Oh Gott, sie haben manche mal eine Gun gegeben. Holy moly. Ei, caramba. Alter, ohne Witz, das ist insane, was uns hier erwartet. Also wir spielen scheinbar nach, probably nach der ganzen Infinite Wealth Story, würde ich jetzt mal schätzen. Allein schon vom Design her. Es ist so absolut over the top. Es passt perfekt zu Majima. Allein der Part hier. Das Gameplay looks so fun. Weißt du, wir haben irgendwie drei Sekunden Gameplay, glaube ich, bekommen. Und es sieht jetzt schon geil aus. I mean, look at this. Wie kriegt RGG immer solche krassen... Ah ja, guckt euch dieses Bühnenbild an. Es ist wow. Absolut insane. I'm not gonna lie, ich bin jetzt schon hyped. Es ist zwar noch bis Februar, das ist jetzt, darf man nicht vergessen, ist noch fast ein halbes Jahr, ein bisschen weniger als ein halbes Jahr. Und es ist ein Yakuza-Spin-Off. Es ist halt die Frage natürlich, wie lang es ist, wie viel Content beinhaltet das Ganze. Aber ich gehe mal davon aus, da wir hier Spin-Offs reden, wird das Ganze schon einiges an Content haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt dass sie das mit Majima zu kurz fassen. Aber das sieht schon hart insane aus. Also wir kriegen basically eine Majima-Amnesie-Story. Wir spekulieren jetzt mal. Nach der ganzen Story mit Ichiban in Infinite Wealth hat sich Majima einfach gedacht, ja nee, weißt du was? Ich gehe hart feiern und werde irgendwo an Land gespült.
das ist so mit das Interessanteste. How does he get there? Das Schlimme ist, bei Majima passt es halt auch perfekt, weil look at this. Sein Design ist perfekt. I love this. Not gonna lie, ich liebe dieses Piratendesign, weil es ist so dumm, aber es passt zu ihm. Es passt so unnormal gut zu ihm and I love it. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Ihr kennt mich, ich werde wahrscheinlich keine weiteren Trailer gucken. Dafür möchte ich mich zu viel nicht spoilern lassen. Like, ich bin immer so jemand, ich gucke mir den Reveal-Trailer an und dann, wenn es kommt, dann kommt's. Und not gonna lie, ich kann es jetzt schon kaum erwarten, dass Majima endlich mal sein eigenes Game bekommt. Wirklich, seit Kiwami 2 ist dieser Boy nicht vernünftig spielbar gewesen. Und selbst Kiwami 2 war, milde gesagt, sehr limitiert. Du hattest irgendwie eine normale Combo und eine Heavy Comp. Hier sieht's aus, dass er legitim seine eigenen Styles bekommt. Wahrscheinlich, wer ich jetzt schätzen müsste, sein Mad Dog Style und wahrscheinlich der Kapitän Stil. Und von dem, was man halt gesehen hat, sieht's halt auch aus. Warte mal, wo war das? Hier. Das ist schon sein Mad Dog Stil, ganz normal. Aber jetzt kriegt der fucking Air Combos? Hat man niemandem gesagt, dass es keine gute Idee ist, Majima nicht so viele Optionen zu geben? Ich hätte vor allem nicht damit gerechnet, dass er überhaupt noch sein eigenes Spiel bekommt. Überlegt mal bitte. Majima geht jetzt mittlerweile auf Rentneralter zu bald. Der ist schon alt. Deswegen ist es amazing. Wie gesagt, ich mache normalerweise nicht so ein... Ne? Ihr kennt mich, ich mache normalerweise keinen Reaction-Content. Ich mag es einfach nicht. Aber... Als man mir gesagt hat, dass Majima sein eigenes Spiel bekommt, da habe ich mir gesagt, nee, komm, das musst du einmal, das möchte ich mit euch teilen, das ist es mir wert. Und jetzt in dem Sinne, meine Nuggies sind fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Hinterlasst ein Like oder macht Abo oder sowas. Bis dahin, ja Leute. Bye.